Gut, das heißt, ihr habt jetzt einen Plan gefasst. Möchtet ihr hier jetzt noch was besorgen in diesem Lager? Aber wie gesagt, Kreuzfahrer, Ritter, alles so ein bisschen gewaltbereite Stimmung, sag ich mal. Ihr könnt auch ein paar Hunde erkennen, die hier getreten werden. Teilweise werden die auch geschlachtet und gegessen. Die Huren sind teilweise sogar dann auch in Richtung Norden ausgegrenzt worden, weil, naja, wenn man jetzt einen richtigen Kreuzzug ausruft, dann dürfen keine Huren im Lager sein und dementsprechend wurden die gerade alle verbannt. Oder das wird jetzt so nach und nach geregelt. Das heißt, der Angriff geht wirklich in eine heiße Phase, wenn das jetzt abgesegnet wird und von oben gewilligt, dass das jetzt kreuzzugtechnisch eingenommen werden darf. Du hast gesagt, wir hätten vielleicht Probleme mit dem Geld. Gibt es dann hier oben, weil es hier Händler gibt in Galat, Wofür brauchst du Geld? nein, Geldtausch. Weil du kannst dem armen Fischer ja keine venezianische Münze andrehen. Bei dem Fischer schon, wenn ihr den von außen, also ihr wollt ihn ja hier oben am Okay, gut, du Bosporus, wollt ihn meinst. abgreifen, der kann das natürlich alles wegtauschen, weil der hat ja auch dann prinzipiell Kontakt mit Galata, der kriegt das getauscht. Aber Okay. im Inneren von Konstantinopel könnt ihr wenig mit euren Münzen bezahlen. Da habt ihr dann ein gewaltiges Problem, wenn ihr da nämlich an den Falschen geratet und ihr bezahlt dann mit einer Prägung aus Venedig, dann könnte es zu Stress kommen. Ist Und okay. ihr Ja könnt gut, dann machen wir es eben in so nicht. einer fremden Stadt auch nicht einfach bei den Toren nach draußen laufen, in der Hoffnung, dass die Stadtwache euch da nicht findet, weil, naja, wenn ihr dann an den Stadttoren nach draußen laufen wollt, dann wird erst recht auf euch geschossen. Also da müsstet ihr euch dann überlegen, was ihr macht, wenn es zu so einem Vorfall kommt. Aber ja, den Fischer könnt ihr mit Münzen bezahlen. So gesehen glaube ich eher, dass wir was da lassen sollten, statt besorgen. Wir sollten unsere auffällige Kleidung da lassen. Und möglicherweise auch andere verräterische Sachen wie halt Münzen. Können wir machen, ist kein Problem. Es trägt jetzt keiner, weiß ich, wie viele Tausende von Münzen mit sich um, aber ja, ich habe damit kein Problem, meine Güte. Wie gesagt, das mit den Waffen und der Rüstung habe ich auch kein Problem. Die können wir hier auch verstauen irgendwo, bestimmt. Was ich auf jeden Fall noch gern machen würde, ist einfach nur kurz mich im Lager der Kreuzritter umsehen und vielleicht zumindest die italienisch sprechenden Kreuzritter ein bisschen zu befragen. Wie sehen so die nächsten Tage aussehen und die allgemeine Lage und so weiter. Ja, du gehst so ein bisschen umher und die wirst du auf alle Fälle finden. Kannst gerade sehen, wie zwei von deinen, ich sag mal, Brüdern, ja, sieht so aus wie ein Bettler oder ein Vertriebener, ziemlich schäbige Kleidung, heben sie gerade am Kragen gemeinsam hoch und drücken ihn ziemlich brutal gegen eine Häuserwand. Und als du dann auf sie zukommst, lassen sie ihn erstmal runter, geben ihm mit der Panzerfaust noch eine, ja, Schelle. So dass die Wange aufreißt und er dann zusammenbricht und schauen dich dann an. Ja. Brüder, was hat dieser Mann euch getan? Er hat uns genervt. Er wollte Geld haben. Nun, versteht ihr euch denn nicht auf Barmherzigkeit? Ihr seht doch, er wirkt etwas nun mitgenommen. Also ich gehe an ihn heran, drücke ihm eine Münze in die Hand und los, troll dich! Danke. Spuckt noch ein bisschen Blut und kriecht dann von den beiden Gestalten weg. Du willst also Gutes tun hier, ja? Nun, ich möchte der Sache dienlich sein. Ihr seht etwas, nun, lasst mich es nett formulieren, mitgenommen aus. Habt ihr keinen guten Tag heute gehabt? Keinen guten Tag heute. Wir haben schon so viel Tod und Elend gesehen, dann macht es auf diese eine Person auch nichts mehr. Nun aber, ihr wollt doch nach christlichem Vorbild und christlichen Werten handeln, oder nicht? Willst du uns jetzt was von Christus erzählen? Warst du schon in Jerusalem? Nein, Bruder, war ich noch nicht. Komm zum Punkt, was willst du von uns? Uns erklären, wie man Abschaum behandelt? Nun,
Das war ganz und gar nicht meine Absicht. Ich wollte im Prinzip nur etwas mich im Lager umsehen und sehen, wie es denn um euch bestellt ist. Uns geht es gut. Und ich habe gehört, dass in den letzten Tagen mehrmals vereinzelt Angriffe auf die Stadt geführt werden sollten. Wird es demnächst wieder einen geben? Ja, seit einiger Zeit, tagtäglich. Die Grafen führen sie nach und nach an und testen, wie gesagt, verschiedene Stellen aus, die man angreifen könnte, wenn es soweit ist. Und werdet ihr euch daran beteiligen? Ja. Wohl ja. Und wisst ihr, an welcher Stelle der Stadt der nächste Angriff stattfinden soll? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie haben es gestern über die Brücken versucht. Das heißt, sie werden es jetzt über das Goldene Horn versuchen und mit wenigen Beiboden versuchen rüberzusetzen oder Leitern. Die werden aktuell gebaut. Ich glaube, irgendwo bei Cosmedion. Nun, das hört sich ja nicht sehr vielversprechend an. Wäre es nicht einfacher, über die Landseite in die Stadt zu gelangen? Das haben wir auch schon ausgetestet. Wir haben schon einiges durchgemacht. Wir sitzen hier seit einem Monat hier. Wie lange bist du hier? Nun, ihr merkt es wohl an meiner Sprache, ich bin gerade erst angekommen. Du willst uns schlaue Tipps geben, ja? Wisst ihr... Du warst noch nicht einmal in Jerusalem. Nein, Herr, war ich noch nicht. Aha. Gut, ich würde euch dann einen angenehmen Tag wünschen. Mögen wir uns bald unter besseren Umständen wiedersehen. Seite an Seite. So soll es sein. Okay, also... Ja. Danke, danke, mein Herr. Keine Ursache. Von der Seite, kleine Gasse, kannst du jetzt wieder sehen, wie derjenige, der eben niedergeschlagen worden ist, sich so an dich heranpirscht, sodass er da nicht gesehen wird. Okay. Ihr seid ziemlich mutig, wenn ihr euch den beiden in den Weg gestellt habt. Warum sagt ihr das? Warum denkt ihr so? Die beiden sind, naja, ich möchte nicht abfällig über euch und euren Orden sprechen, ich kenne mich da nicht so aus, aber ja. Jolom de Ferreton und Geoffrey de Plaisant, sie leben ihren Hass an uns aus. Nun, und wie äußert sich das? Was tun sie euch denn an? Ihr seht doch meine Wange. Nun, ja, gabt ihr ihnen denn nicht Anlass dazu, euch zu schlagen? Habt ihr euch möglicherweise gotteslästerlich verhalten? Ich saß hier, wie ich immer hier sitze, und ich habe nicht einmal sie gefragt, sondern ich weiß schon, dass ich sie nicht fragen darf. Und trotzdem, als sie mich gesehen haben, wie ich hier kniend saß und bettelte, da haben sie mich geschlagen. Christlich gesalbte Ritter. Nun, es mag sich dabei um eine Art Missverständnis gehandelt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Brüder zu solch schändlichen Taten imstande wären. Ich möchte nicht schlecht über sie sprechen, wie gesagt. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Ich weiß auch nicht, ob sie nun ja eure Brüder sind, wenn ich das so sagen darf, mein Herr. Also, sie... Vielleicht äußerlich, aber... Sie haben sich sogar unterhalten. Also, nicht auf Italienisch oder Französisch. Sie haben die Sprache der Muselmänner gesprochen. Die Sarazensprache. Jetzt sprecht ihr aber sehr merkwürdige Dinge. Ja, verzeiht, ich habe mich wohl verhört. Seid ihr euch sicher, dass sie so gesprochen haben? Ich spreche die Sprache selber nicht, aber erkennen tue ich sie wohl, mein Herr. Nein, da müsst ihr euch verhört haben, das kann nicht sein. Es macht ja auch, wie gesagt, keinen Sinn, dass ihr die Sprache eures Feindes lernt, also. Nun,
Gewiss habt ihr euch verhört. Denkt nicht weiter darüber nach. Das wird sich sicherlich erklären lassen. Ich werde dem Ganzen nachgehen. Ja. Danke für die Münze, mein Herr. Habt noch einen gottgefälligen Tag. Ihr auch. Die beiden sind aber nicht mehr in Sichtweite, oder? Die sind weitergegangen. Guillaume de Verton und Geoffrey de Plasson. Aha. Guillaume de Verton. Ach, Donnerwetter, Frosty, red so weiter. Oh, mon ami. Geoffrey de Plasson. Oh, ja. Oh, jetzt kommen wir dahin, was ich hören will. Oh, Sherry. Was waren das für Kreuzritter? Waren das richtige Kreuzritter, also Templer? Oder waren das waren Ritter aus meinem Orden, aus dem Venandi-Orden. Ja, also richtige Kreuzritter, sag ich mal, vom, ich weiß gerade nicht, steht der Orden hier? Also sie hat ein rotes Tatzenkreuz auf dem weißen Umhang. Okay. Also, das sind dann Templer. Templer, richtig. Achso, okay. Das sind richtige Tempelritter. Okay, dann. Genau. Dann hast du noch die Deutschorden, schwarzes Kreuz, genau, das ist dann schwarzes hast du weißes Kreuz, die Johanniter und dann hast du noch die Malteser mit dem anderen. Genau. Genau. Gut, ja. Direkt die Sache aufklären kann ich nicht. Ich kann das nur im Hinterkopf behalten. Ja, also fürs Erste wäre es das für mich. Gut, wollt ihr jetzt alle nackt herumrennen, damit ihr nicht auffällige Kleidung tragt? Ja. Deswegen sind wir untenrum rasiert, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, okay, war nur der Vorschlag, dass ihr euch eurer auffälligen Kleidung entledigt. Deswegen die Frage. Ja, einfach austauschen. Austauschen, ja. Ich vermute mal, wir finden hier bestimmt irgendwelche Klamotten, die wir für ein paar Münzen. Ja, Kleidung, die eher in Richtung Fischer, Bauer. Ja. Gar kein Problem. Wenn ich meine Schürze abnehme, alle einmal Glück werfen. Also die Kleidung bekommt ihr, ist jetzt nur die Frage, in welchem Zustand. Oh, da hat jemand aber Glück. Die Kleidung von Tancredi ist sauber und passt sogar ziemlich gut. Also auch noch eine schöne kleine Kordel drumherum und der Mann gibt dir auch noch sein Kreuz mit, damit du das tragen darfst, sodass du dann deine Kleidung irgendwo hier in der Nähe lässt und ein paar Silbermünzen weniger bist du im Besitz einer sauberen, hochwertigen Kleidung. Ja, und die anderen können sehen, wie sie wohl an ihren Kleidungsresten, an der Kapuze leicht grünliche Auswurf ist das wohl. Also das wird mein Charakter nicht wirklich interessieren. Ja. Gar kein Problem. Also eure Kleidung ist schmutzig und wir können dann mal schauen, wie das mit den Krankheiten aussieht, wenn ihr diese lange tragt. Aber erstmal habt ihr Kleidung, so dass ihr da getarnt als Fischer, als einfache Bevölkerung euch in Richtung Norden begeben könnt. Genau. Die einzige Waffe, die ich dann jetzt wirklich mitnehme, ist ein Dolch. Gut, fertig. Dolch. Was ist mit dem Schwert vom Templer? Ja, ich sehe das genauso. Also natürlich, ein Ordensritter hat nicht nur sein Schwert, sondern auch irgendeinen Dolch noch und den würde ich mitnehmen. Das Schwert würde ich mit der Kleidung verstecken. Also von meinem spärlichen Hab und Gut nehme ich natürlich das kleine Messer mit. Auf jeden Fall das Kruzifix. Wie sieht's aus mit dem Schmied? Ja, dreimal darfst du raten. Ich nehme Hammer. Du nimmst den Hammer. Mein Handwerkszeug. Ja, das ist auch eigentlich kein Problem. Einfache Bevölkerung, da darf man auch einen Hammer für. Ja, ihr kommt in Richtung in Richtung Norden vom Bosporus, geht so 8, 9, 10 Kilometer durch die staubige Wüstenlandschaft. Es ist immer noch, wenn ihr in Richtung Norden geht, nicht so sehr staubig, sondern dann irgendwann mehr Nebel. Ihr könnt auch keine Tiere hören. Es ist alles totenstill, bis auf das Rauschen, aber fast noch mehr Gluggern des Flusses. Und dann trefft ihr so eine einzelne Karte an, die direkt am Wasser sitzt. Davor auf so einem kleinen, selbstgebauten Steg sitzt auch ein etwas älterer Herr mit einem dichten Rauschebart im Gesicht, den ihr dann ansprechen könnt. Seid gegrüßt, werter Herr. Na, wir leben hier an diesem Ort momentan in recht unruhigen Zeiten, nicht wahr? Ja, das stimmt schon. Er schaut so ein bisschen verunsichert, sieht dann aber auch, dass ihr nicht bewaffnet seid
Und wird dann seine Unruhe ein bisschen fallen lassen. Was kann ich für euch tun? Ihr seid Mönche? Ja, das seht ihr richtig. Bauern? Ich habe euch hier noch nie gesehen. Einfache Händler. Einfache Händler. Nun, sagen wir einfach, wir sind Reisende. Und wir würden gerne, auch wenn es die Umstände durchaus schwierig machen, einen Freund hier in Konstantinopel besuchen. Und nun, wie ihr sicherlich wisst, ist es gar nicht so einfach, heutzutage nach Konstantinopel hineinzugelangen. Und nun hier an dieser Stelle würdet ihr dann ins Spiel kommen. Denn ihr habt doch gewiss ein Boot, oder? Ihr seid doch Fischer. Er deutet auf das Boot vor sich. Selbstverständlich, ich habe ein Boot. Nun, seht ihr, darum würden wir euch bitten, ob ihr uns nicht vielleicht mit eben diesen in die Stadt hineinbringen könntet. Wir würden es euch natürlich auch entlohnen. Denn eure Mühe, die soll natürlich etwas wert sein. Dürft ihr denn in die Stadt? Oder also wollt ihr die Blockade umgehen? Oder wollt ihr... Nun, ich bin mir sicher, unter anderen Umständen wären wir in der Stadt gern gesehene Leute. Nur ist es in der jetzigen Situation so, dass wir Mühe hätten, auf normalem Weg in die Stadt zu gelangen. Ihr müsst aber verstehen, dass wir keineswegs in schlechter Absicht diese betreten wollen. Wir wollen nur einen Freund besuchen, nämlich Christos Balerakis, einen Buchhändler. Ja, der Name sagt mir nichts, tut mir leid, aber wenn ihr sagt, dass ihr sonst gern gesehene Gäste seid, lügt ihr auch nicht? Nun, ihr könnt mich hier beim Wort nehmen. Überredenprobe. Na, dafür haben wir es ja. Die anderen dürfen auch helfen, wenn ihnen irgendwas einfällt, sonst. Also ich würde gerne vielleicht ein bisschen Ja. überzeugend noch dazu. Ich bin auch sehr überzeugend, wenn es ums Handeln geht. Also meine salbungsvolle Stimme, meine körperliche Autorität, denke ich, hat schon einen gewissen Eindruck bei ihm hinterlassen. Ihr seht mir wie ehrliche Männer aus. Na gut, für ein paar Silbermünzchen werde ich euch sicherlich über den Fluss bringen. Ihr seid ein guter Mann. Das habe ich sofort, als ich euch erblickt habe, gesehen. Also gut, jetzt oder erst später? Nun, der Tag ist noch jung. Lasst uns doch gleich aufbrechen, oder nicht? Oder würde aus eurer Sicht etwas dagegen sprechen? Möglicherweise, weil zu dieser Tageszeit üblicherweise keine Fischer in die Stadt kommen oder so? Nein, wir normalerweise gegen die Mittagszeit kommen wir wieder zurück, also jetzt ist schon gut. Na dann lasst uns aufbrechen. Er legt die Reuse, die er gerade geflickt hat, legt da beiseite und geht dann in das Boot hinein, wird dann auch die Lösung, ja, wird dann das Seil lösen, sodass das Boot, Schiff ist es nicht, das kleine Boot dann auf dem Wasser treibt und ihr könntet hineinspringen. Dann tun wir das auch. Je eher ich aus dieser stinkenden Kleidung wieder rauskomme. Ja, eine halbe Stunde später hat euch der Mann vorbei an der Speerkette gebracht. Grüßt auch noch ein paar Fischer, die hier unterwegs sind. Ihr könnt auch gerade sehen, wie ein weiteres Schiff den Hafen verlässt. Ja, auch beladen mit Waren. Also die werden hier sogar noch exportieren. Was auch immer das ist, diese Belagerung, das könnt ihr erkennen, ist quasi überhaupt nichts wert. Die Belagerer selber hungern sich hier gerade aus und naja, das ist nicht so schön gelöst. Ja, dann seid ihr im Hafen und ein paar Wachen kommen auf euch zu. Der Fischer legt gerade an, verteut das Boot und ja, die Wachen stellen sich jetzt mit zwei Leuten auf den Steg, versperren euch so ein bisschen den Weg. Merhaba, Nereddin Geldin,
Burada ne iyi ayırıyorsun? Sen keseyim. Nesisin? İyiyim. Sen kimsin? Burada Bist du ne Jean? ayırıyorsun? Kesisla. Ich zeig mir auf meine Waren. Ich will in Französisch beginnen, ja, irgendwie so, wir bringen Fischer mit, wir sind nun Händler, ein Freund hat uns hier in die Stadt gebracht. Ich schnapp mir derweil eine Kiste mit Fisch und wuchte sie, naja, etwas schwerfällig, so viel Kraft habe ich ja nicht, aber ziemlich demonstrativ dann halt auf den Kai. Ja, diese Bewegung sehe ich. Dreht kurz so aufs Kai drauf, lächelt so die Wachen an und probiert sozusagen Grigori zu helfen, die Kiste an Land zu schleifen. Und guck halt den Fischer an. Sagt der was? Also wenn ich merken würde, dass mein Französisch nichts bringt, würde ich es aufs Italienisch auch nochmal probieren, ob das was bringt. Auf Italienisch. Ja, stimmt, nein, doch nicht. Vielleicht, keine Satici, Ahnung. Balik. Er deutet auf die Kiste, die jetzt gerade Ich getragen wird. nick. Wir nicken. Ich nick, nicke, nicke und Wir nehme auch eine nicken einfach Kiste. mal und lächeln. Satici, Immer lächeln und winken. Lächeln und winken. Der andere. Satici, Badik. Ich schnapp mir jetzt. Die andere Wache legt ihm so ein bisschen die Hand auf die Schulter. On Lara Isin wer. Ich nicke und lächle. Ich nicke und lächle. Ich nicke und lächle. Ich nicke und lächle. Ich schnapp mir einen. Ich schnapp mir zwei von diesen glitschigen Fischen aus der Kiste und reiche die den beiden Wachen. Ich meine, man kann ja wahrscheinlich anhand ihrer Körpersprache schon ablesen, ob sie jetzt im nächsten Moment auf uns zuspringen und uns mit ihren Speeren abstechen oder ob sie einfach nur. Psychologie. Wir haben doch so einen harmonischen Abend ohne Würfeln gehabt. Müssen wir jetzt wirklich damit anfangen? Ja, wenn du ihm jetzt die Fische zeigst, geht. Kasilama, nickt er dir zu. Kasilama, Kasilama. Ich dränge die beiden mit den Fischen, so als ich möchte ihnen wirklich noch geben. Die sollen sie nehmen. Er schüttelt nur mit dem Kopf und sie treten dann so beiseite, dass ihr passieren könntet. Ich setze ein ganz trauriges Gesicht auf, schmeiß die beiden Fische zurück in die Kiste. Ich nicke und lächle und gehe weiter. Ich nicke und lächle und gehe weiter. Ich nicke und lächle und gehe weiter. Gut, herzlich willkommen in Konstantinopel. Da machen wir nächste Woche, beziehungsweise in 2 Wochen weiter. Okay, super.